Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Wir sind hier unterwegs in den Alpen. Neben mir ist der Peter Meyer, Testredakteur beim Motorrad. Peter, und ich glaube, das kann man verraten, hinter uns 21 geile Motorräder. Das ist euer Heimspiel, das ist euer? Alpenmasters. Alpenmasters, 21 Bikes im Test vom Motorrad. Das müsst ihr euch reinziehen, gewaltig. Alpenmasters 2018. Ja, und für uns von 1000 PS ist natürlich spannend, hier mit dabei zu sein bei diesem Test vom Motorrad Alpenmasters. Nämlich, wir haben ja wirklich viele Motorräder mit dabei und viele erfahrene Testpiloten auf einen Haufen. Björn, geh ja mit dem Schneefall, oder? Geh ja kacken mit dem Schneefall. Ich kann hier nicht in Ruhe arbeiten, weil die zwei Kinder da drüben, die jetzt hoffentlich eine Schlucht hinunterstürzen, weil sie sich in Position bringen mit den Schneebällen. Und sobald ich aufhöre zum Reden, schießen sie mit Schneebällen. Und ihr braucht es nicht glauben, dass ich zum Reden aufhöre. Ich kann hier 5 Stunden stehen und labern, aber ohne Probleme. Ja, wir von 1000 PS freuen uns natürlich, dass wir bei dem Alpenmasters vom Motorrad dabei sein können, weil wir hier 21 Motorräder hinter uns haben und wir versuchen hier so viele wie möglich auch jetzt in einem Spin-off unterzubringen in Einzeltests und wir bringen jetzt täglich für euch einen Test hier von Motorrad, von den Alpen, von den französischen Alpen für euch online und jetzt in diesem Video wollen wir euch da ein bisschen zeigen, mit welchen Kriterien Motorrad hier testet und was hier in den nächsten Tagen für uns und von uns erwarten dürft. Nein. Neben mir ist jetzt der Peter Meyer. Peter Meyer, wie ist deine genaue Bezeichnung, Jobbeschreibung bei Motorrad? Die ist ganz einfach. Ich bin Testredakteur in der Redaktion Motorrad. Das heißt, unsere Zeitschrift ist ja aufgeteilt in verschiedene Ressorts. Und ich bin eben im Ressort Test und Technik. Da wird alles getestet, was 2 Räder hat. Sprich, ich kann eigentlich mit nahezu allen neuen Motorrädern fahren. Nicht nur hier beim Alpenmaster, sondern auch das ganze Jahr durch. Und darf ich dich fragen, wie lange machst du den Job so? Ich mache den schon sehr, sehr lange, seit 29 Jahren. Und ich darf mal sagen, er gefällt mir fast noch so gut wie am ersten Tag. Okay, das ist gut. Hast du schon mal irgendwann so eine kleine Strichliste gemacht? Wie viele Bikes denkst du, bist du gefahren, Peter? Nee, eine Strichliste habe ich nicht gemacht, auch keine Kilometeraufstellung geführt. Aber ich würde mal sagen, keine Ahnung, ab 300, 400 Motorräder Minimum. Ich glaube, das sind viel mehr, Peter. Ich habe mal für mich gemacht, das waren an die 1000 und du machst es schon länger, weil du machst ja Offroad, glaube ich, und Straße. Denk mal die KTM-Modelle, Peter, das sind, glaube ich, 30, teilweise 15, 20 Modelle im Jahr gewesen, als sie noch alle Hubräume abgedatet haben. Da hast du wahrscheinlich recht. Wie gesagt, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, weder über meine Gesamtkilometer noch über die Gesamtzahl der Modelle, die ich gefahren bin. Also dein Wort in Gottes Ohr, mögen auch 1000 sein oder 1500, keine Ahnung. Okay. Und Peter, dann ist so, so wie du einschätzt, bist du ein Redakteur der alten Schule. Also du hast von der Pike auf dieses Redaktionsgeschehen gelernt und diese journalistische Unabhängigkeit, was du sagst, was du schreibst, das wiegt, das hakt, das ist dir, glaube ich, extrem wichtig. Wie stehst du dazu? Das ist uns extrem wichtig. Du sprichst wahrscheinlich einen kleinen wunden Punkt an, den wir haben. Und zwar werden wir des Öfteren von BMW-Hassern als BMW-Hausblatt verschrien, weil natürlich in den vergangenen Jahren BMWs viele Vergleichstests gewonnen haben und das können wir halt nicht Begeisterung hervorrufen bei jedem Kawasaki, Yamaha, Suzuki oder Honda-Fan. Aber was ich hier aus ganzem Herzen sagen kann, ist, dass unsere Tests neutral und fair ablaufen und dass wir auch keiner Industrie oder sonst irgendwem verpflichtet sind, sondern diese Punktewertung, die wir erstellen, die gilt am Ende auch noch im Heft. Ich selbst habe noch nie irgendeine Einflussnahme erlebt, weder von der Industrie und schon gar nicht von unseren Chefredakteuren.
Das ist super. Es ist ja natürlich so, wenn ein Test vorbei ist, gell, ist es manchmal so, da gibt es einen Verlierer und dann sind die aus der Industrie sauer. Möglicherweise sprechen sie euch darauf an, aber ich glaube, da ist das Selbstvertrauen von euch auch so groß, dass ihr dann da einfach den Widerstand leistet, oder? Ja, wir sind halt bereit, die Karten auf den Tisch zu legen. Wir sind eine der wenigen Zeitschriften, die am Ende eines Vergleichstests wirklich auch eine Platzierung machen. Wir haben einen Sieger und alle anderen sind eben dahinter. Und wenn man da eben nicht dabei ist und auf dem Podium oder auf dem, ganz oben auf dem Siegerpodest, dann gefällt es einem Importeur oder einem Hersteller natürlich nicht. Und dass man dann nicht nur Freunde in der Industrie hat, ist dann eigentlich die logische Folge. Aber da muss man leben. Und ich denke, wenn man es anständig macht und fair beurteilt und es auch so rüberbringt, dann kann man sich zumindest den Respekt aller Beteiligten, inklusive Leser und Industrie, dann erarbeiten. Welche Klasse, mein Respekt hast du? Jetzt schauen wir weiter, wir müssen die Motorräder hochbringen. Die Kollegen haben schon fast alle. Wenn wir noch ein bisschen quatschen, sind es fertig und wir können uns das sparen. Weltklasse. Ja, Carsten, ihr habt ja auch eine echt wichtige Praxisübung gemacht. Bergauf beschleunigen hier. Auf wie viel Meter Seehöhe waren wir? Ich glaube 2,2 oder irgend sowas ist es gemacht worden, oder? Der Durchzug in großer Höhe, der war auf über 2000 Meter, genau. Und dann haben wir noch eine, also die findet im letzten Gang statt, zwischen 50 und 100 km/h. Da ging es eigentlich in erster Linie auch früher um die Abstimmung von Vergasern oder jetzt halt mittlerweile von den Einspritzsystemen, ob die in großer Höhe auch gut funktionieren. Und die andere Messung ist bergauf im zweiten Gang. Da simulieren wir einfach einen Durchzug aus einer Kehre raus. Und der geht von 25 km/h bis 75. Also genau das Gegenteil von der Bremsmessung, von 25 km/h bis 75 im zweiten Gang. Okay, und da versucht ihr natürlich, damit man auch valide Daten hat, 21 Motorräder so praxisrelevant wie möglich, das irgendwie Messwerte zu fassen. Und wie ist dann, wenn man sich dann jetzt von den 21 Modellen dann so die Excel-Tabelle ansieht, lohnt sich der Messaufwand? Sind da große Unterschiede? Es sind auf jeden Fall deutliche Unterschiede. Es gibt Fahrzeuge, die sind lang übersetzt oder welche, die kurz übersetzt sind. Da muss nicht gar nicht mal unbedingt die Leistung eine große Rolle spielen, sondern da geht es auch um die Übersetzung. Und hier in den Alpen geht es eher darum, dass man aus den Kehren zügig durchziehen kann. Und es macht mit kurz übersetzten Fahrzeugen dann mehr Spaß. Also mit so einem Supersportler, der im zweiten Gang schon auf 170 übersetzt ist, macht es sogar teilweise weniger Spaß oder geht es auch weniger aus dem. Ja, es ist nämlich jetzt so, durch die härteren Abgasvorschriften werden die Fahrzeuge teilweise immer länger übersetzt. Das ist dann echt ein bisschen eine Herausforderung hier in den Alpen. Was mich jetzt auch noch interessiert, Techniker wissen es natürlich in großer Höhe, verlieren ja die Fahrzeuge auch an Leistung. Kann man das irgendwie verifizieren? Was glaubst du, wie viel PS verliert so eine Africa Twin oder eine Street Triple hier auf 2000 Meter? Was glaubst du? Da werden vielleicht 5% drauf. So wenig nur, glaubst du, oder? Ich denke, ja. Dafür ist immer noch nicht hoch genug. Ich denke mal, ab über 3.000, 4.000, da wird es extremer. Aber es gab halt schon in der Vergangenheit Abstimmungsprobleme bei manchen Fahrzeugen, die dann wirklich in der großen Höhe nicht mehr so gut liefen. In dem Fall durchaus mehr, aber mittlerweile sind sie sehr gut abgestimmt. Okay, Weltklasse. Danke. Ja. Ja, ich sehe es beim Alpenmasters wieder aufgerüstet. Beim Alpenmasters ist aufgerüstet. Peter Mayer, du hast da, glaube ich, gerade das Phonmessgerät da. Wird immer wichtiger in den Alpen. Fahrverbote, Drohnen an jeder Ecke. Und es gibt Leute, denen ist es wichtig, wie laut die im Eisen sind, oder? Ja, das ist es vollkommen richtig. Wir haben ja nicht nur in den Alpen das Lärmproblem, sondern auch bei uns in Deutschland, Österreich, Mitteleuropa generell, dass viele Motorradstrecken gesperrt werden. Und das liegt natürlich im Wesentlichen daran, dass die Motorradfahrer einfach zu laut sind, beziehungsweise die Motorräder zu laut sind. Und wir möchten jetzt hier deswegen das erste Mal beim Alpenmaster eine Lärmmessung machen. Da haben wir zwei verschiedene Versionen. Einmal Vollgas im Begrenzer, das heißt, das ist praktisch die maximale Lautstärke, die ein Motorrad entwickeln kann. Und dann eine praxisnähere mit einem Durchzug aus dem zweiten Gang aus 50 km/h. Dieser Durchzug aus 50 km/h simuliert praktisch das Losfahren aus einer Kehre. Und diese Messungen machen wir jetzt zum ersten Mal, wie gesagt, bei einem Alpenmaster. Okay, und dann ist es so, einige Zuseherinnen und Zuseher denken sich immer, Lautstärke, nur laut ist cool und Pipifax, was soll das? Andere legen Wert drauf. Das kann ja dann jeder beim Lesen des Tests für sich selbst bewerten, ob er darauf Wert legt oder nicht. Also es ist nicht so, dass jetzt beim Motorrad bei euch da jetzt rausfliegt, nur weil es laut ist. Das ist eine zusätzliche Information, oder? Genau, also es fließt nicht in die Alpenmaster-Wertung ein, sondern es wird nachher im Heft einen separaten Kasten geben, wo wir einfach dokumentieren, wie laut sind die verschiedenen Motorräder. Wir messen ja immerhin 21 Motorräder hier und da haben wir schon eine große Bandbreite. Wir haben drei Gruppen schon jetzt gemessen und da sieht man schon, dass also manche Motorräder, die halten sich in Grenzen, so wie jetzt zum Beispiel hier die KTM 97 Duke, da könnte ich mir vorstellen, die haben wir jetzt noch nicht gemessen, aber die ist jetzt sehr angenehm vom Lärmpegel, aber wir haben auch natürlich speziell bei den Power Nakeds haben wir schon richtige Krawalltüten dabei. Okay, na gut, dann schauen wir mal. Ja. Ja.
How much, Peter? 88.6. So this is very reasonable. One of the widest bikes we have. Eva, ich habe vom Zuschauen mir in die Hosen gemacht. Das war ja jetzt ganz übel, diese Bremsmessung. Wie ist die da hinten gegangen? Wunderbar. Solange der Carsten dafür hat, ist das alles prima. Grenzenloses Vertrauen, du Blutsbrüder oder was? Ja, ich mache das schon seit 8 Jahren mit ihm und das ist nie was passiert. Und wir waren echt schon ziemlich steil, schon steiler als heute noch. Also du hast doch keine Angst vor Rollercoaster, Hochschaubahnen, kein Problem? Nein, gar nicht. Alles prima. Die härteste Sau hier auf den Bergen ist ein Wahnsinn. Das ist auch irre. Ja, man sieht hier, du bist jetzt ein fahrendes GPS-System, ein Data-Recording-System. Da oben ist, glaube ich, der Sensor und hier unten werden die Daten gespeichert, oder? Genau, so ist es. Also da können wir halt aufzeichnen die Bremswege, die Verzögerung und auch den Durchzug in Sekunden. Okay. Wie genau ist dieses System, Carsten? Was darf man sich da erwarten von dieser Einrichtung? Ja, das geht auf, das sind 20 Hertz pro Sekunde, also 20 Signale pro Sekunde. Das geht auf 0,05 Sekunden genau. Super praktisch, oder der Traum, weil früher habt ihr den aufbauen müssen, Lichtschranken, pipapo, und jetzt schnallst du es um und los geht's. Und am Abend haben wir alle Daten, oder? Genau, das geht eigentlich rucki zucki, also gar kein Problem mehr. Weltklasse, und dann bremst noch gescheit, Carsten, ihr zwei seid die Ärgsten. Wahnsinn! Alpenmasters vom Motorrad, passt alles. Es passen die Strecken, mörderische Scenery, die Fahrer, alles Top-Leute, die Motorräder, Weltklasse-Auswahl. Da muss man halt irgendwo einen Kompromiss eingehen und das haben wir halt gemacht beim Quartier. Ist jetzt nicht die ganz feinste Ware, aber die Location ist gut und die Zimmer sind besser, als man von außen erwarten würden. Und man hat halt hier einen Hinterhof, wo man wirklich ungestört ist, weil es ja hier in der Gegend extrem viel los und da kann man hier in Ruhe arbeiten. Und man sieht schon die Kollegen drüben, sind es natürlich schwer am Nachbereiten. Am Nachbereiten, wir haben jetzt, ist ein schwerer Tag, 19.20 Uhr, 19.20 Uhr vom ersten Fahrtag und sie sind ja heute hier die Tourer gefahren und jetzt klopfen sie quasi diese ganzen Fahreindrücke in den Computer ein. Man sieht da hinten auch zum Beispiel, sie haben mitgenommen die Waage. Die Motorräder werden hier wirklich echt gewogen, nicht irgendwelche Werksangaben, wird nicht Vertrauen geschenkt. Es ist eine hochwertige Industriewagenanlage hier, mit der man sehr genau messen kann natürlich, knallhart und ehrlich. Alle Motorräder werden hier gewogen. Was wir auch noch mit dabei haben, ist Vollrissiger. Also die R1200 GS in der Rallye Edition hat quasi das Alpenmasters 2017 gewonnen und war quasi damals das beste Motorrad in den Alpen. Und jetzt bin ich gespannt, die Kollegen drüben haben jetzt vom ersten Tag, heute sind die Tourer gefahren, mal diese Eindrücke, jetzt klopfen sie gerade in den Computer ein, da werden wir jetzt reingrätschen und das taugt mir irrsinnig. Wenn ich mit der Kamera und mit dem Mikro komme, werden die großen, starken Männer zu kleinen, wimmernden Mädchen, weil sie so Angst haben vor der Kamera, das taugt mir gewaltig. Peter, ich habe gehört, du bist eine Rampensau, du bist wieder unbedingt vor die Kamera, gell? Ja, nein, Peter, erzähl. Es ist schlimmer, bei dir vor dem Mikrofon bzw. vor der Kamera zu sitzen. Ja, na, erklär mal kurz, ihr sitzt jetzt hier beisammen, eigentlich könnte man meinen Feierabend ist, aber ihr müsst jetzt noch alles quasi in Ordnung bringen, alles in Format bringen, oder? Ja, wir erstellen ja nach jeder Qualifikationsgruppe ein Punkteschema. Das heißt, was wir jetzt gerade im Moment tun, ist, dass wir die verschiedenen Kriterien, die Bewertungskriterien durchgehen und die Motorräder entsprechend einpunkten. Weil nach diesem Punkteschema werden ja die Gruppensieger ermittelt, die dann am Ende der Woche ins Finale einziehen sollen. Okay, und wie lange wird der Tag noch dauern heute, glaubst du? Aber wir sind jetzt langsam in der Endphase. Wir haben jetzt 7:30. Ich denke mal, bis 20 Uhr werden wir hier die finalen Punkte vergeben haben. Okay, da werde ich noch zum Carsten vorgrätschen.
Carsten, du bist die Sekretärin und der Zeremonienmeister in Personalunion. Wie schaut die Excel-Listen aus? Sag mal ein paar Stichworte, was erhebt ihr alles hier an Daten? Okay, bei dem Test geht es in erster Linie um die Fahreigenschaften in den Alpen. Also die hebt sich ein bisschen ab von unserer normalen 1000-Punkte-Wertung. Hier geht es mehr um so Kriterien wie in engen Kehren, um die Kehre fahren oder wie man zu zweit bergunter bremsen kann oder Durchzug bergauf. Also okay, und jetzt sind hier, ich habe jetzt hier gezählt, 4 Testpiloten gewesen und quasi 4 Testpiloten, ihr müsst euch das jetzt hier ausdiskutieren. Also wird über jede einzelne Spalte, wird gesehen, wird hier intensiv gesprochen, oder? Genau, über jedes Kriterium wird hier rumdiskutiert und am Ende gibt es dann halt irgendwann eine Punktzahl und wenn die alle aufsummiert sind, dann gibt es ein Ergebnis. Wir machen Durchzüge am Berg, im zweiten Gang bergauf, Bremsmessung bergab zu zweit, Durchzug in großer Höhe. Dann die normalen subjektiven Fahreigenschaften wie Stabilität oder Handling oder Federungsreserven und so weiter. Dann Verbrauch über eine 170 Kilometer Runde, Reichweite, Ausstattungskriterien wie Verstellmöglichkeiten von den Fahrwerken oder ja. Ja, und es ist ja so, das Alpenmaster, das ist ja glaube ich der intensivste Test von euch. Jetzt Hand aufs Herz, ist es immer schwierig, da Leute bei euch in Reaktion zu finden oder freuen sie sich, wenn man ja sehr viel auch zum Fahren kommt? Wie schaut es da aus? Für uns persönlich? Ja, wir freuen uns natürlich auch zum Fahren zu kommen, auf jeden Fall. Wobei, es ist schon auch sehr anstrengend, weil man an einem Tag, sagen wir mal, 180, 200 Kilometer oder mehr fährt, muss aber dazu auch noch die Fahrzeuge bewerten und muss abends alles fertig machen und dann kommt der nächste Tag und man fängt wieder von vorne an, ja. Ja, eine Woche, 8 Tage, denkt sowas? Genau, 10 Tage sind wir normalerweise unterwegs. Sehr gut. 5 Gruppen, jeden Tag eine Gruppe, danach nochmal einen Gruppenaufmacher und dann kommt das Finale. Sehr gut. Das heißt, dürfen wir kurz einen Schwenk machen? Ist da, oder ist da Betriebsgeheimnis da drauf? Ausstattungsmerkmale, dann Gepäckunterbringung, das sind einzelne Kriterien. Dann die Messwerte, also wie zum Beispiel Durchzug und Größe. Das sind ja mehrere Tabellenblätter. Seid ihr wahnsinnig? Ich glaube, das ist nur eine Tabelle. Ja, so sind halt die Deutschen, weißt du? Immer irgendwas daher testen und mal gucken, was rauskommt. Das ist alles für diesen Test, diese ganzen. Alles für diesen Test. Das sind so Bewertungsgrundlagen, also von den Durchzügen. Da sind alle Reifen aufgeschrieben. Hier sind die technischen Daten dann und dann kommt irgendwann die Finaldaten und dann. Wir haben das alles vorbereitet daheim. Ja, das habe ich gemacht, ja. Bist du narrisch? Das ist ja Wahnsinn. Na gut, das ist jetzt das 13. Mal, wo wir hier unterwegs sind. Irgendwann entwickelt man auch irgendwann eine gewisse Routine. Den zeige ich bei uns im Büro. Er sagt immer, er hat viel Arbeit, aber das ist ja nichts gegen das hier. Ja. Ich glaube, die Printjournalisten hacheln es nicht den ganzen Tag. Ja. Du hast jetzt mein Bild von euch zerstört. Ja. Ich glaube, wir Videohaberer hakeln viel, aber ihr arbeitet ja wirklich übel. Ein bisschen crank sind wir schon, das stimmt. Ja. Du hast jetzt mein Bild von euch echt komplett auf dem Kopf gestellt. Diesmal machen wir sogar Geräuschmessung, also oben in den Bergen, im Drehzahlbegrenzer. Ja, okay. Gut. Jede Tabelle hat so ihre Schwachpunkte, ja. Was ist an so einem Test in den Alpen besonders? Also man muss schon mal eins sagen, was schon mal besonders ist, ist die große Höhe, in der wir hier operieren. Wir sind jetzt gerade, ich glaube, auf 2500 Meter. Wir sind hier wirklich sehr, sehr hohe Pässe gefahren, sehr enge Pässe, sehr, sehr diffizilen Asphalt teilweise. Es war auch nicht immer gutes Wetter, das heißt, die Testbedingungen waren rauer als weiter unten im Tal, als unsere normalen Strecken, die wir normal fahren. Es waren auch durchaus intensive Testrunden, die gefahren worden sind. Es sind es sind auch sehr, sehr harte Testkriterien mit dabei gewesen, Verbrauchsmessungen, Bremsmessungen bergab zu zweit und so weiter. Und was aber auch schön ist für uns hier, wenn wir hier diese Testvideos jetzt bringen können, ist die Sache, dass wir hier unterschiedlichste Leute auf den Motorrädern oben haben. Das ist wirklich schön. Und da könnt ihr euch jetzt schon drauf einstimmen. Das ist ja heute quasi nur das Intro. Und ab morgen 20 Uhr geht es dann los. Jeden Tag ein Motorrad im Test. Und vielleicht machen wir nachher noch einen Schwenk über die Motorräder. Schaut euch an, welches Motorrad ihr euch da in den Alpen, auf welches Motorrad euch besonders freut. Kommentiert schon mal drunter, was ist euer Favorit hier? Und dann bin ich gespannt, wie ihr das seht. Und bleibt dran, sind wirklich sehr, sehr intensive Videos. Viel Arbeit haben wir reingesteckt. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Zieht euch die Videos rein. Bis bald.